Ich bin der Gerhard. Wir haben gestern gemacht und auch machen heute eine Mahnwache. Und wir haben gleich dazu gesagt, wir schließen uns die Gästen der Million Lichter an, als auch heute der Grundsicherung. Der Grund war, nur gemeinsam sind wir stark. Wenn jeder seinen eigenen, ich sage es auf Deutsch, Scheiß macht, können sie mit uns machen, was sie wollen. Und das kann es nicht sein. Bei allen den Fragen, die jetzt hier geworfen wurde, ist mir aber aufgefallen, es fehlt das Wesentliche an der ganzen Sache. Und das ist an sich die Eigentumsfrage. Wir hatten die überhaupt mal gestellt. Solange wie unter 5% sich 90% des Eigentums in Deutschland von den Fingern reißen können. Und die 95%, wenn die Rest auskommen müssen, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Wenn Kirchen gebaut werden mit Steuermillionen, nur damit da einer mal am Tag predigen kann, was soll denn das? Dieses Geld können wir doch viel besser einsetzen. Oder wenn Berlin ein Schloss baut für zig Millionen, die werden wirklich im märkischen Sand verbuddelt. Auf Nimmerwiedersehen. Wenn wir den Flughafen, zig Millionen werden verbuddelt. Ist schon mal ein Flugzeug da gestartet? Oder wird es mal starten? Und all diese Fragen, die müssen gestellt werden. Aber stellt dir einer im Bundestag, stellt dir einer von den Parteien, die der Meinung sind, sie vertreten das Volk, sie sind Volkspartei. Das sind keine Volksparteien, das sind im Prinzip Diener des Kapitals und deren besten Handlanger. Ich danke.